Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute machen wir mal kein Make-up-Tutorial wie sonst. Ihr könnt sehen, im Moment habe ich kein Make-up drauf, weil ich möchte meine Haut ein bisschen schonen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Stattdessen machen wir heute Storytime und ich erzähle euch, wie ich mir damals meine Dauerwelle habe machen lassen. Das war vor ungefähr 2 Wochen. Um zu verstehen, was dabei passiert ist, muss man erstmal die Struktur der Haare verstehen. Dabei ist es wichtig, dass die Haare anfangs in der Alpha-Helix-Struktur vorliegen, die mit Wasserstoffbrückenbindung zusammengehalten werden. Diese werden aufgelöst, wenn die Haare feucht gemacht werden und es geht in die Beta-Faltblatt-Struktur über. Und diese Beta-Faltblatt-Strukturen sind untereinander mit Disulfid-Brückenbindung verbunden. Das ist schon ziemlich lange her, das ist ungefähr so abgelaufen. Als erstes wurden meine Haare ganz gründlich gewaschen und anschließend gekämmt. Dann wurden mir gefühlt 1000 Lockenwicklerstäbchen in die Haare eingedreht und da oben drauf kam dann eine chemische Flüssigkeit, die ziemlich gestunken hat. Wenn ich ehrlich bin, hat das ein bisschen nach Katzenpisse gerochen. Der Friseur hat mir gesagt, das wäre ein 8%iges Ammoniumthioglycolat, was auch immer das sein mag. 5 Minuten später ungefähr dann. Ihr müsst wissen, Thioglycolsäure sorgt dafür, dass die Disulfid-Brückenbindung da oben aufgebrochen werden. Und bei den Thioglycolsäuren geht das Haar an die Schwefel ran und sorgt dafür, dass die Disulfid-Brückenbindung aufgebrochen wird. Anschließend verbinden sich zwei dieser Thioglycol-Moleküle zusammen mit einer neuen Disulfid-Brückenbindung. Und die ganze eklige Sapsche wurde dann ungefähr 5 Minuten in meinen Haaren drin gelassen. Dann wurde sie rausgewaschen. Daraufhin kam der Friseur mit einer weiteren chemischen Flüssigkeit, die er meine Haare getan hat. Das hat er Fixat genannt, das hat zum Glück nicht ganz so doll gestunken. Das Fixat wurde insgesamt 2-mal für 5 Minuten in meine Haare rein und wieder rausgemacht. Daraufhin wurden meine Haare einmal gewaschen und jeder einzelne Lockenwickler wurde aus meinen Haaren rausgenommen. Dann kam noch einmal das Fixat für 5 Minuten. Daraufhin wurden meine Haare nochmal gewaschen und das war es auch eigentlich schon. Ich kann euch gleich ein Bild zeigen von meiner Dauerwelle, wie sie damals aussah, das zeige ich euch. Sieht super aus. ja. Thioglycolsäure wurde vom Wasser ausgewaschen. Anschließend wurde eine Fixierlösung, in dem Fall Wasserstoffperoxid, hinzugefügt. Wasserstoffperoxid ist H2O2. Das spaltet sich auf in H2O und einen Sauerstoff mit 2 Radikalen. Dies wird auch als naszierender Sauerstoff bezeichnet. Die 2 Radikale greifen jeweils die Haars dort oben an und sorgen dafür, dass Wasser abgespalten wird. Es kann nun eine neue Disulfid-Brückenbindung zwischen den beiden Schwefeln entstehen. Der Grund, warum die Haare nun in ihrer gelockten Form bleiben, ist der, dass wir die Haare auf der Strukturebene in sich verschoben haben durch die Lockenwickler und sie am Ende mit Wasserstoffperoxid fixiert haben. Deswegen bleiben die Haare in ihrer gelockten Form. Und das war's auch eigentlich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Schreibt am besten in die Kommentare, hattet ihr schon mal eine Dauerwelle? Oder was haltet ihr von Dauerwellen? Wer mehr Videos von mir sehen möchtet, hier könnt ihr mein letztes Make-up-Tutorial sehen. Und hier seht ihr meine Shopping-Tour durch Hamburg von letzter Woche. Ihr könnt sehen, ich habe eine Ralph Lauren-Jacke an. Außerdem habe ich hier meine original 1964er Ray-Ban Clubmaster. Und das Wichtigste von allen natürlich, meine neuen Schuhe. Vielen Dank, bis nächstes Mal. Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Channel. Wenn ich ehrlich bin, hat das nach Katzenpisse gerochen. Na gut, der Arzt, Friseur. Das hat zum Glück nicht ganz so doll gestunken. Das war dann... Ach, ist doch dumm. Okay, nochmal. Ja, genau, die Dauerwelle, meine Lieben. Gehen Sie über in die Beta-Faltblatt-Struktur. Von diesem Wasserstoff aus. Ah, oh, das war so gut! Nein! Nein! Mit den Lockenwicklern haben wir die Haare auf der Strukturebene verschoben. Ah, nein!